Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Soul Silver. Nach einigen Kampffehlern stehen wir wieder hier vor dem Mondberg. Geheilt. Geheilt, glaube ich. Du warst geheilt, ja. Haben wir doch gerade eben gesagt, dass wir es wollen wir Hotdog an der ersten Stelle lassen, ja. Klar. So. Warte mal, ich will mal schnell noch einen Topschutz aktivieren. Wir sind doch nicht mal im Berg drin. Aber ja, machen wir es im Berg. Oh, ich mach es. Surprise. Hey, wenn das mal nicht Cloud ist, dann bist du es auch hier in Kanto. Unter den Trainern hier gibt es auch ein paar richtig harte Brocken. Jemand, der Pokémon trainieren will, ist hier also an der richtigen Adresse. Cloud, dass du sehr stark bist, weiß ich schon gut genug. Und trotzdem lasse ich sie hier nicht ohne einen Kampf gehen. So. Das ist keine Rennleiter, wir befinden uns nicht auf einer Route, das heißt, es gibt keine... Hä? Was ist der Mondberg für dich? Route ist Route mit Namen. Sneebel. Oh, wir fangen mit dem richtigen Pokémon an. Ich dachte, weg mit X-Bad oder so an. Sneebel. Wollen wir uns auf Flammenwurf festlegen? Ja. Ja, denke ich. Aber Psycho hat keine Wirkung, Matchbomb ist nicht so wirklich sinnvoll. Nee, mach Flammenwurf gegen Sneebel. Wir können ja wechseln. Genau. Und Finster Aura nicht so wirklich effektiv. Und Flammenwurf, One-Hit-K.O. Meine Aria, auch wenn er sie männlich hat. Sneebel wahrscheinlich schnell und angriffsstark? Genau. Also, Sneebuna mehr. Naja. Logischerweise. Was Sneebel mit Evolit ist, glaube ich, nee, ist Sneebuna trotzdem besser, oder? Ja, ist es. Evolit erhöht, was erhöht Evolit? Verteidigung, oder? Und Spezialverteidigung um eine Stufe. Und das braucht das Pokémon einfach nicht. Gut, okay. Jetzt kommt Golbat, dann machen wir gleich mal weiter. Wenn wir, ja. Solange, bis irgendwas kommt, wo wir nicht mehr im Flammenwurf drin sind, oder? Er hat immer noch kein X-Bart. Das erstaunt mich eigentlich. Ja, also, du siehst doch, wie er seine Pokémon behandelt. Nein, er ist doch schon besser geworden. Er hat ja das letzte Mal eingesehen, dass er Liebe und Vertrauen braucht. Jawohl. Vielleicht trotzdem. Vielleicht überragend. Vielleicht trainiert er seine Pokémon dann gut, wenn man ihn... Also vielleicht hat er einen X-Bart, wenn man in der Pokéliga gegen ihn antreten. Da hat er auf jeden Fall einen X-Bart. Also bei diesen Trainingskämpfen dort hat er auf jeden Fall dann schon sein komplettes Team. Wir kämpfen ja, glaube ich, auch mal mit ihm einmal. Ah, schade. Eigentlich müsste man jetzt Flammenwurf noch drin lassen, aber wir sind verwirrt. Ich mach's trotzdem. Na, mach's trotzdem. Dr. Javolt. Wir machen keine Items und keinen Wechsel in den Kampf. Ist halt jetzt keine großartige Challenge, weil wir vollkommen überlegen sind, aber okay, ja. Also ich werde Hotdog nicht auswechseln. Ah, du weißt, was das gerade eben war. Gerade eben hieß es, das Golbat brennt, der Gegner flieht und er erstickt in schwarzen Wolken. Sein Fehler war, er hat geglaubt, er könnte... Ach, kein Wechsel, wir haben gesagt, wir lassen ihn sterben. Ja, das hat er gesagt. Er hat so ein Igelava entwickelt. Dann machen wir Flammenwurf auf das Vieh. Das hat ja sowas wie Notdünger wahrscheinlich, so auch wieder das Feuerattacken stärker. Genau, ist, genau. Also alle Attacken oder nur Feuerattacken? Tanupto hat Großbrand, was Feuerattacken um 30% stärker macht. Hotdog merkt selber, dass das nichts wird. Weil der macht nur Sternschauer. Und Ruckzuckgeber, der geht die besseren Attacken, wahrscheinlich Flammenraten aus alles. Flammensturm, glaube ich, hat er noch gehabt letztens. Ist das mit Rückstoß oder ist das Spezialangriff? Das ist das, was wie Ladungsstoß ist, nur vom Typ Feuer. Okay. Also Stärke 80 trifft alle Leute. Nicht besonders hohe Spezialverteidigung, wenn Flammenwurf so viel abzieht. Nee, Tornupto hat nicht so viel Verteidigung. Flammenwurf kann er ja noch. Und jetzt ist unsere Feuerattacke noch stärker. Vielleicht ist er tot. Ist das so ein Boost um eine Stufe oder was denn da steht? Erhöht die Stärke der Feuerattacke? Ich glaube ja. Also ich glaube, das macht dann wirklich die nächste Feuerattacke 50% stärker. Ah, nur die nächste. Ja, so steht's immer da. Okay, da steht, erhöht die Stärke seiner Feuerattacke. Achso, na dann ist das, glaube ich, permanent. Gengar, na, mach mal auf Flammenwurf drauf. Also er wird, glaube ich, schneller sein. Dann sind wir tot. Aber nur wenn er Fokusstoß hat, weil Spukball ist nicht effektiv, Matschbombe ist nicht effektiv. Gengar weg, glaube ich. Gengar ist weg, oder? Ja klar, mit geboosteten Wenn Feuerfänger Flammenwurf noch gilt, dann sind sie sowieso weg. Was könnte denn jetzt noch kommen? Na, Simsala. Stimmt, Simsala ist schneller, aber Simsala mit Psychokinese hätte keine Wirkung. Auch da muss es Simsala mit Fokusstoß machen. Wenn es das denn kann. Genau. Also, ja. Ansonsten ist Simsala recht aufgeschmissen gleich. Ich glaube, Simsala kann auch Energieball oder Strauchler zum Beispiel lernen, aber es bringt ihm ja gegen Hotdog auch nicht viel. Darum aber auch Fokusstoß. Weil sind wir hohe Spezialverteidigung. Vielleicht überlebt es einen Flammenwurf. Oder er macht das. Oder wir sind raus. Wir müssen jetzt Verzweifler machen, oder? Genau. Wenn wir jetzt Kampf machen, kommt Verzweifler. Dann sieht unser Publikum nicht mal. Wir haben keinen Verzweifler gemacht. Doch. Achso, wir sind langsamer darum. Ich würde gerade sagen, Hotdog hätte sonst den Kampf gewonnen. Ja. Alleine. Das ist eigentlich traurig. Also Verzweifler für unser Publikum. Dann sehen wir das wenigstens auch mal. Ist eine Attacke, die macht sehr wenig Schaden und es macht immer Rückstoß in Form von einem Viertel der maximalen Lebensenergie, die man selbst hat. Also ist man nach dem vierten Verzweifler, wenn man topfit war, auf jeden Fall besiegt.
Schade eigentlich. Sonst hätte unser Hotdog alleine Nazgul 4 besiegt. Ja, mach. Rebooter? Eissplitter. Aber er hat Reflektor eingesetzt. Dann machen wir Erdbeben. Danach sollte ein Eissplitter reichen, außer er heilt. Ich denke mal, einmal heilen wird er bestimmt. Hat er schließlich bisher noch nicht. Es könnte sogar sein, dass Simsala bloß Aussetzer, Reflektor, Genesung und Psychokinese kann. Rebooter hat sehr guten Dienst erfüllt. Na gut, wenn das sein muss. Ich muss wohl noch ein wenig an meinem Trainingsstil arbeiten. Aber bei so schwachen Pokémon macht es mich doch wütend zu verlieren. Mir ist zwar klar, dass mich diese Kämpfe nach und nach stärker machen, aber... Aber diese Pokémon sind immer noch viel zu schwächlich. Wie kann ich sie nur stärker machen? Ja. Ich könnte es vielleicht mal in der Drachenhöhle probieren. Gab dich wohl, Cloud. Also ist das der Hinweis auf den Doppelkampf mit Sandra und Siegfried? Genau. Mo und Flo. Beide am Telefon? Guten Tag, Mo und Flo am Apparat. Hör mal, Flo hat einen ovalen Stein gefunden. Sie möchte ihn dir schenken, komm doch bitte zu uns. Route 15. Das ist der Kerl, der mit dem du gesprochen hast. Weißt du, wo das ist? Funkelstein. Nein, wahrscheinlich. Das sind doch bestimmt einfach nur Zwillinge. Und Zwillinge sind doch mal die beiden kleinen Mädchen, oder nicht? Ein runden Stein? Nein, ovaler Stein. Das ist ein Item. Was kann das? Das gibst du Vonaira zum Tragen und dann entwickelt es sich bei Zuneigung zu Shanaira. Okay, dann fahren wir nicht hin. Willst du echt ein Heil-Item einsetzen? Erstmal das. Wir könnten einfach auch rausgehen ins Pokécenter. Nö, ich heile jetzt. Aber warum? Wir sind 5 Schritte vom Pokécenter entfernt. Aber das ist wieder Zeit, die wir im Let's Play verballern. Guck mal, wir haben davon so viel Zeug hier. Guck mal, wir hatten die Temps, die müssen irgendwann alle werden. Das ist auch noch ein Übertrag statt einer Kuh möglich. Hat doch gerade übrigens wenig HP irgendwie, oder? Na klar, der hat ja bloß Initiative und Spezialangriff. Sag mal HP, bei Pokémon ist natürlich KP. Im Englischen ist auch HP. Lass mal immer nach vorne. In der nächsten Arena nicht ganz so viele Chancen haben. Ein Glück, dass natürlich du auch nicht, aber gerade noch geheilt hast. So, das mache ich mit diesem etwas hellröteren. Und hier geht's wieder raus. Vielleicht finden wir noch ein paar Fossilien. Wollen wir es einfach mal gucken, oder? Das ist ein Item gewesen. Ist das hier der Ausgang? Ja, das ist ein Ausgang. Das ist der mittlere Ausgang, genau. Das ist der Vorplatz zum Mondberg. Das interessiert mich nie. Das sieht auch aus wie so ein spezieller See. Ja, na, hier ist ja das mit den Pipis. Die tanzen dann um diesen See herum. Ach so, ich dachte, die tanzen wahrscheinlich eher aus, wie man hier wieder was Besonderes angeln könnte. Oder war der Mondberg 2 geteilt? Eigentlich nicht. Aber merk, wenn du reingehst und Treppe runter, ist dort nochmal ein Item. Gab es so einen Pipi-Ausgang? Gab es den in der ersten Generation auch? Ja. Echt? Also in der Original-Gold-Generation, meine ich. Hier rechts, ein Item. Ach, hier rechts. Ja, hast du mir nicht zugehört? Warte, erst mal. Oben. Ich dachte, du meinst unten bei der anderen Leiter. Nein, als du auf der Treppe warst, war doch das Ding da. Dann holen wir uns auch, weißt du, da liegt ein Beleber oder so. Haben wir ihn wieder reingeholt, den wir gerade verballert haben? Ja, aber wir hätten auch gar keinen verballert haben können. Gucken wir erstmal, wo wir hier rauskommen. Das andere ist bestimmt der andere Ausgang, den wir da unten gesehen haben. Ich war ja. Da wären wir bei der anderen. Gucken wir gar nicht jetzt weiter. Was ist das für eine Abfahrt zum Mondberg? Unterwegs wirst du im Vorplatz zum Mondberg vorbeikommen. Können wir hier hochfahren mit dem Fahrrad? Na klar, kannst du auch hochlaufen. Ich dachte so ein Ding, wo du automatisch runterfährst. Dich könnte ich, glaube ich, besiegen. Los, lass uns kämpfen. Hoffentlich jetzt wieder scheiß Pflanzen-Pokémon. Sag ich mal so, uns könntest du besiegen, aber nicht unseren Rebooter, Evelyn. Warte, na, das wird ein sehr einfacher Sieg. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte, die wir schnell mitnehmen. Ich denke mal, viel mehr Trainer werden hier auch gar nicht kommen. 2 ja noch. Okay. Schätze ich. Vielleicht können wir hier gleich Mega-Kick und Mega-Heat lernen. Wie damals in der ersten Generation. Ja, aber die bringen wir keinem bei, weil es Schwachsinnsattacken sind. Ich will nur gucken, ob es vielleicht das vielleicht noch gibt oder ob es hier vielleicht irgendwas anderes gibt. Na, auf jeden Fall ist hier oben ein unsichtbares Item, was bestimmt wieder eine Bäre ist oder so. Ja, ist ein Hyperball.
Hyperwall. Hyper, wie der Hans-Peter sagen würde. Hier gibt's nichts mehr, okay. Also der Hans-Peter Baxter. Da ist noch einer. Oder um es für die coolen Kids auszusprechen, der HP Baxter. Ach, Vogelfänger. Die haben alle Pech mit dem Pokémon, was wir vorne haben. Ui. Die haben vor allem Pech mit dem Pokémon, was sie da einsetzen. Die haben so ein paar Pokémon noch nicht angepasst. Wahrscheinlich ist das so ein Gimmick, weil jetzt kommt wahrscheinlich nur Taubers Level 50 oder so. Das hoffe ich, weil sonst... Das ist ja auch realistisch. Er hat gerade einen Tag mit seinem Taubers und ist ein Pokémon gefangen und Taubers hat er halt nie trainiert. Wenn er noch einen Taubers hat. Er hat wirklich eins. Ich fasse es nicht. Ich habe sehr viele Vorausahnungen. Geleber, jetzt Taubers Level 50, habe ich gesagt. Naja, nicht ganz. Eisflieger reicht trotzdem, oder? Das werden wir ja gleich sehen. Taubsi, erste Generation, ist das schnell gewesen oder nur angriffsstark? Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Taubers gespielt und das war bei meinem ersten Playthrough durch Y. Und es war eigentlich nicht so gut. Ich weiß nicht, warum alle Leute Taubers immer so toll finden. Ich fand es jetzt nicht so gut. Weil es ziemlich viel Schaden macht. Na, auch nicht wirklich. Und wenn man sich seine Megaform anguckt, scheint es auch eher speziell offensiv zu sein. Okay. Weil Megaform hat dann die Fähigkeit Schildlos. Und das Standard Megataubers ist dann halt mit Orkan und mit Hitzewelle, was Attacken sind, die nicht 100 Genauigkeit haben. Und Schildlos lässt es ja dann wieder auf jeden Fall treffen. Orkan wird stab. Traut sie nicht, uns anzusprechen? Aber sie traut es, uns zum Kampf herauszufordern, die Astrid. Oh, Invisilio! Das ist eins dieser nutzlosen Anfangs-Pokémon, Visor, Radfratz, Zickzacks. Und von all diesen Pokémon leider auch das Schwächste. Aber es ist ein putziges Pokémon. Ja, nee, was soll's. Ja, kommt der Zackermann. Tiefschlag wäre sogar vor Eisblöder dran gewesen, nicht wahr? Genau. Und mit Lawine wäre Lawine stärker gewesen. Ja, das sollte denkt mir das reichen. Ich mag Visenio. Warum? Dann guck ich sie doch mal an, wie so. Oh. Darum. Ich fand auch Visor putzig. Da mag ich mir unser Rebooter mit seinen dicken Hörnern. Und da ist ein anderes Twilight Sparkle. Es ist abgeordnet unter Box 3 Level schwächer geworden und hat sich getarnt in. Ist in Kanto untergetaucht. Und so bedankst du dich für den Dienst, welchen es sie uns getan hat. Ja, wir haben einen besseren gefunden. Wir haben das Pferd durch den Hund ersetzt. Und Pferdegulasch gekocht. Eine sehr schweigsame Person. Wenn wir jetzt von der die Telefonnummer kommen, ist irgendwas verkehrt. Ich sollte wohl noch mehr trainieren. Ne? Das sehe ich auch so. Das sollte eigentlich jeder Trainer, wo noch kein Level 100 steht. KP plus werden? Nee, wäre auch nichts für Hundemann, oder? Weil die haben ihn ja gar. Nee, das ist maximal was für Rebooter, Quappo oder Batwoman. Da würde ich auch sagen, eher Batwoman, weil die ja Überreste trägt. Okay. Also machen wir mal in Mamoria City weiter. Und dann nehmen wir wieder Harald ins Team. Genau. Das kann ich ja wieder mit der Maus machen. Je nachdem, wie viele Pokémon-Trainer sich in Rockos Arena noch bevor wir führen. Früher waren es damals zwei. Der hat immer diesen Witz gemacht, du bist noch Lichtjahre von mir entfernt. Ja. Was das Zeitliche betrifft, dabei ist Lichtjahr ja eine Strecke. Wie jedes Kind doch weiß. Wir mal vorsitzen? Wir können Harald ruhig vorsitzen, oder willst du ins Gesicht vormachen? Ins Gesicht vor. Ich hätte Harald genommen, der hat in der nächsten Arena, ist die Feuerarena, da kann ins Gesicht gucken und da geht Harald baden. Ah, okay. Gut, ich finde, damals war es nur Pyro in der Feuerarena gewesen, aber... Das ist auch immer noch nur. Er hat keine Trainer mehr, es ist ja die Wasserroute. Soll ich die Ballkapsel wieder reinholen? Nee, brauchen wir nicht. Okay, wir haben ja gezeigt, was wir haben nur wieder daran gehindert, beim nächsten Mal... Was ablegen wollen. Ja, wir wissen, dass neue Blöcke, der hat schon mal angerufen, vorletzte Folge oder so. Ach so. Gibt neue Blöcke. Wir haben eigentlich unser Stammteam so, dass wir nicht unbedingt in die Safari-Zone müssen. Wir spielen hier nicht. Heilen. Habe ich ja nicht gehört? Nein. Wir spielen hier keinen Run, um Pokédex zu vervollständigen. Was wir ja ohne Tauschen eh nicht können. Genau. Wunderschick. So, können wir jetzt ja mal Rocco bashen gehen. Genau.
Sein Arm kam auf Artikel 2, Rocky 1 bis 4, jetzt kommt Rocco 5. Das ist harter Tobak, mit dem ich hier mich auseinandersetzen muss. Was sagt dieses Schild? Guck mal, ja, vom Moment ist der Leiter Rocco, der felsenharte Pokémon-Trainer. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Gesteins-Pokémon. Warum eigentlich nicht steinhart, sondern felsenhart? So, Fatzke. Hey du, zukünftiger Champ. Ja, steinhart, aber unser Mammutel ist Eberhard. Heute scheint ja echt ein Tag zu sein. Zuvor alle Renner davon Kanto zum Kampf herauszufordern, sie sind starke Gegner und stehen ihren Kollegen aus Johto in nichts nach. Immer noch die beiden Trainer, denen du ausweichen kannst. Aber das machen wir ja nicht. Jetzt ein Gestein-Pokémon. Die Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du bereit dafür? Die wirklich so lange dauern, das werden wir gleich sehen. Ob du, also ob Rocco, du wirklich richtig stehst. Gegen Rocco kannst du wieder an unserem Ball. Walter! Ich glaube, der Kampf wird nicht ganz so lange dauern. Nee. Nämlich genau einen Blättertanz lang. Außer es ist schneller. Rizoros ist ein geiles Pokémon. Rihorn, Rizoros und vor allen Dingen Rihorn, Jura. Finde ich alle drei zum Kotzen. Das waren von meinen Gestein-Boden-Pokémon, sind die am Onix mag ich am wenigsten. Geowatz ist cool, Rizoros ist noch cooler. Konnte ich nie leiden. Einfach bloß, weil das war für mich die schlecht nachgemachte Version von Nidoking. Und weil Nidoking ja eins der besten Pokémon aller Zeiten ist, ist natürlich Rizoros damit ganz unten durch. Ganz dünnes Eis hier. Ja, was hast du uns zu sagen? Er ist ein harter Brocken. Das ist aber schön. Du denkst vielleicht, du bist hart, aber ich mag härter. Er ist ein harzer Brocken. Der Brocken im Harz und ein Geowatz. Ich glaube, das hält genau dieser Kampf hält genauso wieder einen Blätter ganz lang. Dann müssen wir uns ja vor Rocco nicht mal mehr heilen gehen. Das wäre gegen Rocco so leicht, wenn wir nicht gleich wieder Scheiße würfeln würden. Achso, wir würfeln ja wieder. Na genau, wir haben wieder unsere Zweierpotenzwürfel hier liegen. Oder was heißt wieder immer noch? Ja. Soll ich diesmal die virtuelle Würfelkeule schwingen? Wenn du ja die Kontrolle enthältst. Platz zum Würfeln? Ich hab Platz zum Würfeln. Gonzalo Castro. Na, du brauchst ja nicht würfeln. Doch, ich würfel jetzt schon mal. Ich würfel mich warm. Harald ist 53, aber trotzdem mit dem Anfang, ja, oder? Ist deine Entscheidung. Obwohl, Harald kann auf der Wasserroute wieder nachziehen. Also, da kann er wieder leveln. Na, machst du halt ins Gesicht vor. Speicher trotzdem nochmal vorher, falls wir ja Rematch machen müssen. Rebooter wäre natürlich auch ganz gut mit Erdbeben und Eisattacken, aber fangen wir einfach mal an. Wow. Mit Leuten aus Johto habe ich es hier nur selten zu tun. Mein Name ist Rocco, ich bin der Arenaleiter von Marmoria City. Mein Fachgebiet sind Gestein-Pokémon. Von ein paar halbherzigen Attacken lasse ich meine Pokémon ganz bestimmt nicht beeindrucken. Das juckt sie nicht im geringsten. Und jetzt los, lass sie kämpfen. Genau. Rocco, der allererste Arenaleiter aus dem allerersten Pokémon-Spiel. Was echt unfair war, weil am Anfang haben Pokémon fast nur Normalattacken. Nicht entwickeltes Georock, warum auch immer. Bitte, walte deines Amtes. Wir haben eine 8 gewürfelt. Eine 2 hoch 3. Also Body das Einzige, was nicht sehr effektiv ist. Genau. Es fängt auch schon mal gut an. Aber es geht auch gut weiter immerhin. Jawoll. Sollte nicht mehr allzu oft passieren. Einiger. Und die einzige Chance ist halt 2, 16. 2 hoch 4. Weckruf. Weckruf. So, mit Kaskade könnten wir das wirklich schnell beenden. Das hält da wahrscheinlich auch noch ein paar Mal aus. Nach Einiger müsste das jetzt überleben, ja. Das ist das Problem an Rebooter und ins Gesicht, die greifen halt die physische Verteidigung an. 16 ist nochmal Weckruf. Zum Glück haben ist er weg, wenn er Pech hat, hat er einen Strich. Ja. Aber wenn er es überleben sollte, würde er als Angeorocker seine Top-Genesung verschwenden. Das wäre ja auch nicht schlecht. Dann kommt als nächstes Kabutops. Bitte waltet deines Amtes. Eine 64, das heißt weiterkämpfen. Ein Fossilien-Pokémon Gestein Wasser. Das schlechtere von den beiden Erstfossilien. 16 ist wieder Weckruf. Warum schlechtere? Ja, na, weil Ammonitas und Amarosi viel besser sind. Weil? Sie einfach viel besser aussehen. Weil ich hatte Amoroso... Ich hab, glaub ich, nie eins von dem. Wenn ich eins finde, dann war es mal Aerodactyl. Außerdem haben die eine eigene Kirche. Das ist Lord Helix. Die vier, das ist Erdbeben. Von den beiden habe ich, glaube ich, nie irgendeinen trainiert. Lord Helix außerdem? Der Gott? Bitte Survival, bitte Survival. Jawohl, wir machen die richtige Art. Weckruf hält's überlebt. Genau. Vielleicht, mit einem Strich. Aber Quaken haut es zu klump. Genau, also Rocco hat dann noch Amoroso, ich glaube auch Aerodactyl und dann hat er bestimmt noch wieder ein Onix. Oder er hat noch einen Geowatz, weil er Georock gerade hatte. Aber der Vorteil hatte schon Geowatz gehabt und auch einen Rizoros und dann... Oh, ein Rihorn. Der hat echt nur unentwickelte Pokémon. Bitteschön. Eine 8. 2 hoch 3. Bitteschön. Eine 8.
Ja, das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Das kann ein bisschen dauern, ein bisschen dauern. Keine einzige Attacke, die normalen Schaden macht. Genau. Aber vielleicht beendet er den Kampf ja schnell mit einem Steinhagel oder so. Zwei, das ist Fliegen. Also zwei als Zweierpotenz. Nicht als zwei. So. Mal gucken, wie viel unsere stärkste Attacke so abzieht. Doch so viel. Na, eigentlich ganz nice wäre, mit Giftstreich ihn zu vergiften. Ich hoffe, der macht gleich sowas wie Steinkante. Zwei ist wieder die Eins. Ich hoffe, der also macht sowas wie Steinkante und haut unser Export schnell zu Klump. Ja, das hoffe ich auch, aber es wird nicht passieren. Aber bitte lassen Sie sich die TM Sandsturm bekommen. Ah, die haben wir schon. Die kriegen wir nicht, die hatten wir schon mal. Na wieso, wir können sie nochmal bekommen. Wir haben jetzt auch zweimal Ladestrahl. Felsgrab haben wir ja auch schon gekriegt. So, Überreste heilt genau die Schaden von Sandsturm. Ja, das habe ich ja letzte Folge schon erwähnt. Ist das zufällig, was zuerst, ob zuerst geheilt wird? Nein, oder es kommt immer zuerst Wetter, dann kommt Heilen, dann kommt Schaden. Also sowas wie Egesam kommt zum Ende. Genau. Obwohl, ich glaube, Egesam zählt die Kategorie Heilen, also Verbrennung und sowas. Das ist dann immer als Letztes. Aber es kommt zuerst Wetter, dann kommt Heilen, Überreste, Giftschleim, Egesam, möchte ich meinen auch. Und dann kommt sowas wie Gift, Verbrennung 4, das ist Giftstreich. Ich hoffe, dass Rion vergiftet wird. Naja, selbst wenn, dann kommt irgendwann Top-Genesung. Ja, aber so würde wenigstens der Schaden, den wir Rion austeilen, bis Top-Genesung kommt, etwas besser sein. Der Würfel hat sich verabschiedet. Ich habe ihn rebootet, er ist wieder in meiner Hand. Eine 8. 2 auf 3, Kehrtwende, jawohl. Das ist genauso gut wie ein Wechsel. Es kommt drauf an, wen wir jetzt in den Kampf schicken. Macht sogar als normal effektiv, ui. Wieso denn das? Käfer auf Stein nochmal sind normal effektiv? Nein. 8 ins Ach, Gesicht. Eigentlich gut. Nicht. Gut, ins Gesicht geht direkt baden, dann können wir gleich frisch einwechseln. Ins Gesicht geht nicht so schnell baden. Grimasse, Sandsturm, hat es schon irgendwas anders eingesetzt? Vielleicht kannst du dann bloß noch Bodenattacken, die hat es gegen Bettwurm einfach nie benutzt. So. 32. 2 auf 5. Wollen wir wechseln? Nein, oder? Nö, wir lassen ihn. 8. Das ist Körperschlamm. Jetzt kommen wir natürlich schön in den Heilbereich. Fangen wir hier von vorne an. Genau, Erdbeben, das hat es darum gegen Batwoman nicht eingesetzt. Wir haben so ein Pech, das ist das Einzige, was es nicht umbringt. Man könnte meinen, dass der Würfel will, dass wir hier ewig viele Folgen in sinnlosen Würfeln verschwenden. Ja, na klar, dafür ist er ja da. Sandsturm ist weg und ich würfel eine 2. Ins Gesicht ist aber besiegt, also würfel ich eine 4, das ist Rebooter. Der hat ja auch 3 von 4 Attacken, die Rihorn besiegen würden. 64, möchtest du heilen? Ja, erstmal noch nicht. 16, möchtest du Eissplitter einsetzen? Sehr schön. Hat der echt nur unentwickelte Pokémon hier drin? Er hatte Kabutops gerade. Ja, schon. Aber ich meine mit Georock und Rihorn. Ich könnte mir vorstellen, er hat auch wieder seinen Standard-Pokémon Onix und das ist auch unentwickelt. Ah, bitte? So. 64. Wir heilen nicht. 8. Selbstverständlich. Rihorn wird zurückgezogen. Oh, wenn es Erdbeben gibt. Oh, da kommt Lord Helix! Praise the Lord! Cthulhu is here. All hail Lord Helix, for he has given us the ability to serve. 4, das ist Lawine. Ist das schneller? Es ist schneller. Eieiei. Wir haben mehr als die Hälfte, das heißt, es macht sehr viel Schaden. Amoroso ist damals im Spielbereitarter zu Diamant und Perl ausgeschrieben gewesen als das Gesteins-Pokémon mit dem höchsten Spezialangriff. Nicht sehr effektiv. Ach stimmt, der ist ja Wasser, ist nicht Wasserboden. Ich habe eine 8 gewürfelt, das ist wieder stärker. Der ist ja Wassergestein, natürlich ist der Eis nicht sehr effektiv, ja. Genau. Weißt du, was ich gerade glaube? Scheint die gleiche Initiative zu haben, oder? Entweder das, was Zufall wäre, oder Lawine setzt uns in der Priorität auch eins nach hinten. Das könnte auch sein. Das weiß ich nicht. 16, das ist Hulk Hoden. Gegen Amoroso sogar ausnahmsweise ein guter Wechsel. Erdbeben kann nicht. Ja, aber ansonsten. 4, das ist Fokusstoß. Ja. Er ist kein Schutzschild. Ja, Amoroso, wir würfen gleich Ampelleuchte für dich. Ist ja gut. Natürlich würfen wir Ampelleuchte. Aber er macht wieder Schutzschild. Also Schutzschild, Lage. Mehr hat es noch nicht eingesetzt, oder? 8, das ist wieder Ampelleuchte.
Jawohl. Bring dich bitte um. Come on. Superpower. Es wäre zu schön gewesen. Ach, verdammt. Naja, aber es scheint keine Bodentacken zu haben oder der Gegner macht mal wieder, was er will. 4, das ist Fokusstoß. Geht bestimmt daneben. Aber das macht wieder Schutzschild. Lake zieht mehr ab, wenn ich mehr als 50% habe oder weniger? Weniger. Darum meine ich ja, du musst ja erstmal mehr als die Hälfte abziehen, oder mindestens 50% abziehen, damit der Attacke stärker wird. Und wenn du meinetwegen mit Lake schon 50% abgezogen hast, dann brauchst du den Boost ja auch nicht. Du wechselst. 2 auf 4 ist weiterkämpfen. Quatsch, genau. Ja, du bleibst im Ring. So, Rihorn. Ja, jetzt haben wir... Eine 2, das ist Ladungsschuss. Jetzt haben wir ein gewaltiges Problem. Ich glaube, Ampelleucht ist normal effektiv, könnte ihn umbringen. Ja, aber warum? Fokusstoß könnte ihn umbringen. Warum? Und wir würfeln das, was nicht effektiv, was keine Wirkung hat. Warum war Kehrtwind denn normal effektiv? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist Käfer neuerdings normal effektiv. Wir brauchen gar nicht mehr würfeln. So. 16. 4 ist das. Das ist Hotdog, genau. Weil ja wieder 1, 2, 3, 4 und 5, 6. Ja, gut. Wir sind auf 6. Wir heilen nicht, das Vieh ist eh weg. Egal, was wir machen. Genau, ich würde sagen, wir heilen nicht. 2, du setzt Flammenwurf ein. Deswegen muss natürlich das Einzige, was nicht effektiv ist. Oder Gift ist auch nicht effektiv. Mit Matschbomben wäre auch Finster, aber wäre ganz gut gewesen. Ja, Psychokinese, nicht Psychokinese, Psychokraft ist aber auch. Ja, aber es reicht ja zum Glück dafür aus. Nur für das Aerodactyl, was ich glaube, was jetzt kommt. Oder halt Onyx, je nachdem, wenn wir gleich sehen. Es ist Onyx. Und dann haben wir Glück. Ach, jetzt habe ich gar nicht. Ich habe die 64 gewürfelt, du hättest auch weitermachen müssen. Ah, okay, sehr schön. Onyx Level 54. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht hat Rocco deshalb unentwickelte Pokémon. 4, weil die weil die den Evoliten bei sich tragen. Und darum haben die viel mehr Verteidigung. Das kann sein. Ansonsten, ich habe trotzdem gewürfelt, weil wir hätten ja noch eine 5 oder 6 würfeln können. Es brennt, das ist aber nicht tot. Es ist nicht tot, aber es macht jetzt weniger Schaden, weil es brennt. Er kommt aus dem Heilbereich raus, sensationell. Das heißt, wir haben den Kampf gewonnen. Er macht Sandsturm, er hat seine Spezialverteidigung, aber es ist egal, weil wir machen jetzt... Wir haben den Kampf gewonnen, weil egal, wie, wenn du sagst, wenn du wechseln oder heilen würfelst, dann würfeln wir erneut, bis wir eine Attacke würfeln, die ihn gewinnt. Ich würfel 16. 16 ist angreifen und angreifen heißt Sieg. Mal wieder schwerer als nötig, aber so spannend wie möglich. Und immer noch... Es ist ja nicht wirklich spannend, ich meine... Und immer noch einfacher als dein Kampf gegen Makago. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht wirklich schwer. Wir hatten ja Harald noch und Harald hätte ja gegen jeden Gegner einen doppelten Vorteil gewesen. Außer mit Stärke. Aber ja, mit Stahl ist auch Vorteil gehabt. Mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine Verteidigung durchbrochen. Hier in diesem Ort. Also ich glaube, ja, vielleicht haben die Entwickler wirklich Rihorn und Onyx einen Evoliten zum Tragen gegen und Georock. Das müsste man mal nachgucken. Weil manche Gegner haben... Na, das brauchen wir nicht, oder? Könnt ihr ja mal gucken, aber... Ja, ne, jetzt von unseren kann es, glaube ich, außer Rebooter niemand lernen, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine große, weite Welt. Da draußen gibt es bestimmt noch jede Menge andere Trainer wie ich. Auch ich werde an... Obwohl, ins Gesicht, glaube ich, könnte bestimmt auch Steinhagel lernen. Wie wär's denn bei Rebooter Stärke weg und Steinhagel dazu? Ja, oder halt ins Gesicht Steinhagel, je nachdem. Steinhagel ist physisch, oder? Genau. Da ist es. Stärke 80, kannst du... Stärke 75 sogar noch. Genau, ich kann 95. 90. Ja, 90. Genau, ins Gesicht kannst du lernen und Rebooter. Wollen wir es jemandem beibringen? Ich würde sagen, ja, aber halt werf... Also sind beide Stärke. Also entweder Body Slam weg, oder halt Stärke bei Rebooter weg. Eins von beiden. Bei Harald bleibt aber Stärke. Der hat eigentlich seine Endattacken rasiert. Ja, oder Harald hat Kraxler. Statt Stärke eventuell noch Kraxler. Dann würde ich sagen, ins Gesicht statt Body Slam Steinhagel, oder? Braucht er Body Slam unbedingt? Hier gegen Feuer hat er Erdbeben. Also was im und gegen Flug hat er Eis, aber ins Gesicht hat nichts gegen Flug. Dafür hätte er Steinhagel dann. Okay, ja. Also statt Body Slam Steinhagel rein. Trifft wirklich physisch, trifft natürlich physisch. Ist zwar 10 Punkte schwächer. Oder würdest du sagen, dann lieber auf Body Slam lassen? Also ich fände Steinhagel nicht schlecht, weil es ist ein Typ. Ja, nehmen wir Steinhagel. Jawoll. Richtig gut. So. Leider kann niemand Giftdieb lernen. Gut, da hätten wir natürlich damals die Herzschuppe sparen können, uns für Galoppa. Wenn wir gewusst hätten, dass wir das rausschmeißen, hätten wir uns alle Herzschuppen sparen können. Außer für Giftstreich und für Antikraft. Was auch 2 Stück sind. Ja, Mama hat wieder auch was gekauft. Ist mir egal, ich geh sie ran. Ja, na, sie hat ja trotzdem was gekauft, auch wenn wir nicht rangehen. Das ist ja trotzdem da, CTM. Was machen wir jetzt noch? Machen wir in Kanto weiter oder machen wir eine kleine Rückreise nach Johto?
Also bis Alabastia würde ich eigentlich noch machen und dann würde ich erstmal zu den Dann machen wir in Kanto weiter. Gucken, was die Bundschwinge so anzusagen. Was die genau. Oder gucken, ob Nazgulfia wirklich in der Drachenhöhle trainiert oder ob er bloß schon wieder Ausreden gesucht hat. Genau. Ohne zu viel verraten zu wollen. Das haben wir auch schon 3-4 Mal angekündigt, was da passieren wird. Wo? Na, in der Drachenhöhle. Das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Ja. Wenn ihr nicht wissen wollt, wie es ist, guckt euch keine der letzten 10 Folgen an. Wenn ihr nicht wissen wollt, was in Pokémon Soul Silver passiert, guckt euch dieses Let's Play nicht an. Und das sagen wir in Folge 72 oder so? Ich glaube 72 oder 73, 74, irgendwo Anfang 70. Ich würde mal sagen, wenn der Vertania-Wald nicht mehr aktiv ist, dann kommen wir noch nach Vertania City in der Folge und ansonsten machen wir halt vorm Vertania-Wald. Ja. Kleinen Cut. Genau. Wird ins Gesicht vorne? Ja. So, ist meistens Käfersammler, glaube ich. Da ja, Batwoman vor. Voll. Ja, ist egal eigentlich, aber ins Gesicht kann in der nächsten Arena wieder ein bisschen auftrumpfen. Je nachdem, was der Würfel entscheidet. Ja. Vertania Wald verläuft man sich nicht nur wegen des Gedichtes, weil der Höhenunterschied zwischen den verschiedenen Wegen ist dort so groß, dass man sich besonders schnell verirrt. Oder wir nehmen die Zerschneiderstrecke nach Vertania City und machen den Vertania Wald in der nächsten Folge. Da kommen jetzt noch Vertania City. Nee. Können wir hier noch ein bisschen anfangen. Aber hier definitiv mit Topschutz. Ja. Die Pokémon sind ja auch Level, wo wir sie auf jeden Fall nicht fangen wollen. Da würde ich keinen VM-Sklaven dabei, hätten wir eh keinen Zerschneider machen können. Stimmt das, wo du sagst. Das meine ich mit diesem, jetzt ist es leicht hellroter geworden. Viele Menschen mögen hartschalige Pokémon, aber ekeln sich verweichen. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Nach dem Kampf machen wir dann Cut für die Folge, oder? Genau. Nur mal kurz zeigen, was uns hier so erwarten könnte. Als Metbo zum Beispiel. Käfersammler im Käferwald, völlig überraschend. Na, im Wald. Da könnten ja auch Pflanzen-Pokémon sein. Ja, ich tanze mit der Maus. Ich höre schon auf. Metbo physisch oder speziell? Keine Ahnung. Das Omut von Janina konnte nämlich Käfer gebrummen. Ja, na klar, also Omut ist speziell. Ja, ist Psychokinese, Psychstreuer. Genau, Matschbombe, Käfergebrummen. Ich glaube, Falterreigen. Ist ja. Also Maskeregen, Omut, Ramov, all dieses Zeug, die sind alle Spezialangriff. Ja klar, aber... Ich glaube, Psychokinese ist... Kann man, hat ein Käfersammler Pikachu. Ich glaube, kann man hier drin, glaube ich, konnte man damals Pikachu fangen. Ja, na klar, das war auch der einzige Ort außer... Okay, und Kraftwerk, glaube ich, auch noch, wo man Pikachu fangen konnte. Aber wieso ist das ein Käfersammler halt? Und ja, natürlich hat das Statik. Ich glaube, Psychokinese konnte man Omut nur per TM beibringen. Hat, glaube ich, von sich aus nur Psi-Strahl gelernt. Also Konfusion konnte ja Blutzug noch. Ja. Aber alles kein Stub natürlich. Ja klar, aber es halt führt die Attackenvielfalt. Ja, ich meine, lernt es auch von sich aus. Also muss. Aber wenn man natürlich Psi-Strahl hat, dann kann man Psychokinese übrig hat und das Vieh kann schon Psi-Strahl, dann kann man natürlich auch Psychokinese machen. Ja. Weil stärker. Denke ich auch der einzige Grund. Bibor hat ja auch eine Megaform bekommen. Und Bibors Mega-Entwicklung ist wieder eins der Beispiele, wo die Statuswerte nicht nur erhöht werden, sondern auch welche gesenkt werden. Weil bei einer Mega-Entwicklung werden nur 100 weitere Base-Wertpunkte verteilt. Und okay. Damit Bibor als Mega-Bibor halbwegs sinnvoll ist, haben sie gesagt, dann nehmen wir einfach bei Bibor beim Spezialangriff noch 40-50 Punkte weg. Und haben dann 40-50 Punkte mehr, die wir auf die anderen Werte verteilen können, damit es ein bisschen besser... Ja, der braucht ja seinen Spezialangriff auch gar nicht. Genau, also er von Bibor zu Mega-Bibor Spezialangriff nimmt um 40 oder 50 Punkte im Base ab und bekommt er dafür mehr Verteidigung, Angriff und Initiative dazu. Hm. Damit es halbwegs sinnvoll ist. Frozen Eye ist ja ein riesen Fan von Mega-Bibor, ich kann mich mit dem Ding nicht so anfreunden. Ich habe bisher noch keine Edition gespielt, wo es irgendein Mega-Pokémon gab, deswegen ist das eigentlich egal. Genau. So, das war's für die Folge. Nächste Folge Vertania-Wald und dann Vertania City. Ja. Dann halt, genau. Die altbekannte Route aus der ersten Generation rückwärts. Ja, genau. Bis dahin. Tschö.